Stark gefragt. Wir haben die Antworten auf alle Fragen rund um stilvolles Wohnen. Welcher Bodenbelag soll es nun sein? Parkett, Designbelag oder Laminat? Wir zeigen Ihnen die Unterschiede und die Vorteile. Parkett ist der absolute König unter den Bodenbelägen, ist ein absolutes Naturprodukt und dadurch schafft es ein tolles Raumklima und ein richtig gutes Laufgefühl. Ja, im Design total zeitlos und wegen der Strukturen und der unterschiedlichen Maserungen haben Sie immer ein absolutes Unikat zu Hause. Gut gepflegt hält es außerdem ein Leben lang. Was ist eigentlich Designbelag? Dieser innovative Boden ist gerade total auf dem Vormarsch und erobert den Markt. Und das vollkommen zu Recht, denn wir reden hier von einem robusten, strapazierfähigen Boden aus einem Hightech-Material, nämlich aus Vinyl. Und das bedeutet für Sie, Sie haben nicht nur unendlich viele Optiken und Designs, wie zum Beispiel Marmor, Stein oder auch Holzoptik, sondern Sie können den Boden auch total einfach reinigen. Einfach feucht abwischen oder drüber saugen genügt. Und damit ist er unheimlich leicht zu pflegen und auch total langlebig. Laminat ist ja seit Jahren eine beliebte Alternative zum Parkett mit einem richtig guten und attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf eine Trägerschicht aus Holzfaserwerkstoff wird eine Nutzschicht aufgebracht und diese Nutzschicht gibt es in unzähligen Dekors und Varianten. Und das macht Laminat so vielseitig. Ja, und noch ein kleiner Tipp, je dicker diese Nutzschicht, desto unempfindlicher und langlebiger ist dann das Laminat. Ich habe heute viel über Böden gelernt und ganz, ganz viele Informationen bekommen zu Design, Bodenbelägen, Laminat und auch Parkett. Wenn auch Sie neugierig geworden sind, dann vereinbaren Sie jetzt Ihren ganz persönlichen Beratungstermin und zwar online mit Ihrem Teppichstark-Experten im Alstertal.